Hola, heute geht's in Urlaub mit meinem Patenkind. Und da kam die Frage auf, was nimmt man alles mit, wenn man mit dem Kind unterwegs ist? So, und generell geht's heute um richtig packen. Wann packe ich wo welches Gepäckstück hin? Gewichtstechnisch natürlich. Ich meine, wenn's nach mir geht, ja, brauche ich das alles nicht. Für mich reicht natürlich hier das große Gepäckstück. Ja? Also, packen wir's. Aber bevor der Spaß losgeht, müssen wir natürlich sicher gehen, dass unser Auto auch die Distanz schafft. Von daher, nutzt den Sicherheitscheck bei der Fachwerkstatt. Ich meine, wir wollen ja mit gutem Gefühl in den Urlaub, oder? Aber vorher müssen wir das Gepäck checken. Nach Gewicht. Weil das Schwerste kommt nämlich nach unten. Und dann müssen wir mal ein bisschen... Ja, das sieht gut aus. Die nehmen wir. Ein überladenes Auto ist nicht nur verboten, sondern bringt auch schlechte Eigenschaften mit sich. Man kommt schneller ins Schleudern, der Bremsweg wird verlängert. Das sind alles Sachen, die wollen wir nicht. Von daher... Ihr müsst auf jeden Fall das zulässige Gesamtgewicht im Fahrzeugschein prüfen oder in der Betriebsanleitung. Ich meine, für die Kleinen wollen wir die Reise so angenehm wie möglich schaffen. Von daher, nehmt einfach so ein Körbchen mit. Mit Gemüse, mit Obst, mit verschließbaren Getränken, mit einer Decke, mit einer Spucktüte, mit Musik. Also alles das, was so eine Fahrt halt ausmacht. Unterschätzt niemals ungesichertes Gepäck, weil beim Aufprall bei 50 km/h schleudert so ein Koffer mit dem 50-fachen seines Gewichts nach vorne. Bei so einem Regenschirm sind es schon 35 Kilo. Und das ist nicht gut. Worauf wir noch achten, niemals diese Linie hier überschreiten. Das ist auch nicht gut. Und das schwere Gepäck kommt immer nach unten. Und dann das leichte einfach oben drauf. Und damit die Insassen nicht gefährdet werden, haben wir hier unser Trennnetz. So, jetzt knallen wir erstmal hier den Sitzschoner rein. Der bietet nämlich Schutz fürs Interieur und der Kindersitz rutscht später nicht. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr Stauraum für den Kleinen, ja? Für Ted Turbo, der muss natürlich mitfahren. Ja. Und wenn er mal Hunger hat, ja, eine Banane. Aber achtet darauf, nichts Hartes hier im mittleren Bereich. Das ist nicht gut. Seit 1993 gibt es in Deutschland eine Kindersitzpflicht. Und in der StVO ist festgeschrieben, wie wir die Kinder zu transportieren haben. Aber jetzt ist die Frage, welchen Kindersitz benötigen wir? Das gucken wir uns jetzt an. Wichtige Kriterien, um den richtigen Sitz zu finden, sind: Der Sitz muss in Europa zulässig sein, richtige Gewicht- und Größenangabe und die richtige Montage. Und damit das besser zu veranschaulichen ist, nehmen wir mal den Sitzschoner weg. Dann seht ihr auch die Isofix. Jetzt einfach da reinstecken. Wunderbar. Ich würde sagen, jetzt muss nur das Kind richtig angeschnallt werden und dann geht's los. Man muss sich ja vorbereiten auf so eine lange Reise. Wie macht man das? Am besten mit ausreichend Schlaf, regelmäßige Pausen und sich auch mal ablösen lassen, wenn es auch weh tut, ich weiß. Und meine Vierbeiner-Kollegen, ne? Ihr müsst euch an Gurte und Transportboxen gewöhnen. Das ist für eure eigene Sicherheit, weil ratzfatz wird aus einer Maus ein Elefant. Also beim Unfall. Und das wollen wir nicht. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Jetzt müssen wir natürlich nur noch auf ein, zwei Sachen achten. Wie zum Beispiel ein Notfallset. Muss immer griffbereit sein. Sowas wie Warnweste, Warndreieck und Verbandskasten. Einfach unter dem Beifahrersitz packen und dann hast du es griffbereit. Und Reifendruck. Ich weiß, das vernachlässigt man. Darf man aber nicht, weil das ganze Gewicht wirkt ja quasi auf die Reifen. So, ich würde sagen, ja, sieht gut aus. Essnahme. Okay, gar kein Problem. Haben wir auch einen kleineren? Nein. Okay, gut. Dann gib mal. Ich guck mal. Final haben wir jetzt alles richtig und sicher verstaut im Auto. Und der Sicherheitscheck gibt uns sogar noch ein Qualitätszertifikat. Ist doch cool, oder? Also in dem Sinne, bis neulich. Ich freue mich. Wann sind wir denn endlich da? Hä? Volkswagen.